Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novene zu Maria, Gottes Mutter Maria von Lourdes, die unbefleckt empfängt, sechster Tag. Du gute himmlische Mutter von Lourdes, ich komme zu dir in meiner großen Not. Vor dir werfe ich mich nieder und rufe aus dem innersten Herzen: Maria, hilf! Maria, hilf! Ich komme zu dir, Immaculata, weil ich weiß, dass du mir helfen kannst. Du bist die Allmacht auf den Knien. Du bist die Mutter des Heilandes. Du kannst durch deine Liebe gebieten über das göttliche Herz Jesu. Mein Anliegen ist wohl recht groß, aber noch viel größer ist deine Macht. Du starke Mutter, hilf mir. Doch du kannst mir nicht nur helfen, du willst mir auch helfen. Du bist die liebste, beste Mutter, die noch kein Kind verlassen hat. Aber nur wenn es Gottes Wille und zum Heile meiner Seele gereicht, dann sollst du mich erhören. So nimm denn Vorlieb mit meinem Flehen und lasse es gelangen zum Throne der göttlichen Barmherzigkeit. Amen. Die zahlreichen Krücken, die die Dankbarkeit der Geheilten an der Grotte von Lourdes niedergelegt hat, die unzähligen Motivtafeln, die die hohen Wände der drei übereinanderliegenden Kirchen bedecken, rufen mit lauter Stimme uns zu. Wir sind hier, um Maria zu preisen, das Heil der Kranken. Wenn wir die Kranken, die Vertrauen zum Bilde Mariens aufblicken, fragen wollten, was suchet ihr Unheilbaren hier? Die Unheilbarsten würden uns zurufen: Wir vertrauen auf die starke Mutter von Lourdes, die schon vielen Tausenden geholfen hat. Sie kann auch uns helfen, wenn es Gottes Wille ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gibt.